Geschichte mit Paul geht mir einfach nicht aus dem Kopf von gestern. Mann, ich wünschte einfach, dass ich irgendwie noch besser an ihn rangekommen wäre. Guck mal, ich habe halt gesehen, er stand da, hat genickt zur Musik sozusagen. Wir sind dann sofort auf einen Nenner gekommen, haben uns über Musik unterhalten. Es war cool zwischen uns beiden. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als würde er sich mir gleich öffnen sozusagen. Ja. Yeah. Bis diese Typen kamen. Dann war von Fröhlich Paul nichts mehr zu sehen. Was war das denn für Typen? Doof, ja, das ist genau diese Art von Typen, von der du mich warnen würdest. Von unten bis nach oben in den feinsten Zwirn gekleidet. Aber nicht so, dass man sagen würde, ja, hat er sich mit ehrlicher Arbeit verdient, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Aber Jugendliche, ne? Die einfach abgefahrene Markenklamotten hatten, oder? Ja, aber keine, die man mal kurz bei, weiß ich wo, im Kaufhaus bekommt, wenn du weißt, was ich meine. Warte mal eben, entschuldige. Das ist Frau Lesch. Frau Lesch? Guten Morgen, Herr Lenzen. Hallo. Entschuldigung, dass ich Sie störe. Der Gerichtsvollzieher ist wieder hier. Und ich habe ihm gestern schon gesagt, ich war es nicht. Und jetzt steht er hier mit einem Haftbefehl. Ich kann nicht ins Gefängnis, das geht nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Wir kommen sofort zu Ihnen. Sagen Sie bitte dem Gerichtsvollzieher, ich komme zu ihm und wir besprechen die Situation, okay? Ja, danke. Bis später, tschüss. Bis gleich, tschüss. Heieieiei, das wird aber jetzt nicht einfach. Der erfahrene Jurist weiß, dass der Gerichtsvollzieher das Gesetz auf seiner Seite hat. Deshalb hofft Ingo Lenzen für seine Mandantin, einen Aufschub zu erwirken. Bis er beweisen kann, dass Heike Lesch nicht für ihre Schulden verantwortlich ist. Der Gerichtsvollzieher hat ja ganz schön Angst gemacht, ne? Schön so auf jeden Fall, ja. Mal gucken. Herr Lenzen, gut, dass Sie da sind. Kommen Sie bitte rein. Ja, das habe ich ja versprochen, dass wir schnell kommen. Hey, guten Tag. Kannst du mal ganz kurz nach dem Gerichtsvollzieher gucken? Ja, natürlich. Also, passen Sie auf. Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Ja? Muss ich ins Gefängnis? Nein. Das trifft für Sie gar nicht zu, was er erzählt hat. Aber der Gerichtsvollzieher, der sagt natürlich den Leuten, um dem ein bisschen Druck zu machen, dass es jetzt ein Haftbefehl ist, dass sie vorgeführt werden, damit der endlich die Vermögensauskunft von den Menschen bekommt. Aber wir sind ja bereit, das alles zu machen. Und deshalb kriege ich das auch weg mit dem Haftbefehl. Danke. Ja? Sie müssen natürlich nicht ins Gefängnis. Oh, danke schön. So, guten Tag. Guten Tag. Wir hatten ja bereits das Vergnügen. Ja, ich bitte um Entschuldigung, hier ist der Haftbefehl. Ja. Es handelt sich um einen Gläubiger, den ich gestern bei unserem Besuch leider übersehen habe. Ja, das mag ja sein, aber ich meine, mal ganz ehrlich, da hätten Sie mal anrufen können. Ne? Die Frau hat einen riesen Schrecken gekriegt, die Frau Lesch. Ja, lassen Sie mal bitte meinen Job machen. Ja? Ich habe diesen Bezirk erst seit ein paar Wochen übernommen und so war mir die Akte nicht bekannt. Okay. Und jetzt möchte ich die Vermögensauskunft gerne beschleunigen. Da habe ich vollstes Verständnis für. Aber wir können dem leider nicht Folge leisten, weil die Vermögensverhältnisse von der Frau Lesch sind sehr verworren. Und ich bin dabei, sie zu entwirren. So, das heißt aber, ich brauche da ein bisschen Zeit für. Wie lange? Würde auch Ihren Gläubigern helfen. Eine Woche? Eine Woche. Wie stellen Sie sich das vor, eine Woche? Es geht nicht, mein Terminkalender ist komplett voll. Ja, schauen Sie, wenn Sie mich da schon mal draußen haben jetzt, dann hilft Ihnen das auch. Hm? Okay, weil ich die Akte übersehen habe, gebe ich Ihnen noch mal eine Woche. Super, so machen wir es. Ja, und beim nächsten Mal tue ich Ihnen Gefallen. Okay. Ja, tschüss. Sie finden raus. Danke. Paul. Paul. Paul, hey, die Paul. Schuhe. Das klingt nicht so gut, ne? Kann ich mal versuchen? Mhm. Ja? Bitte, danke. Jo, Paul. Paul. Was soll die Scheiße? Digga, wir müssen reden, bitte. Warum machst du meine Musik aus? Das ist mein Zimmer. Hör mal ganz kurz zu, bitte. Paul, yo. Hast du irgendwas mit der Sache zu tun? Nein. Ich frag noch mal. Hast du irgendetwas mit der Sache zu tun? Ich hab dir gesagt, nein. Hör mal ganz kurz zu. Es geht hier gerade wirklich um den Hintern von dir und deiner Mom. Willst du wirklich die ganze Geschichte wegen Sneakers aufs Spiel setzen? Es geht um Haftbefehl. Guck mal, irgendwo ist er hier, um zu helfen. Aber wir können nur helfen, wenn du ehrlich bist, Mann. Ich hab dir doch gerade gesagt, ich hab nichts damit zu tun. Paul, ich glaube dir nicht. Und das sage ich dir als Kumpel. Ich kann dir helfen. Aber du musst ehrlich zu mir sein. Mann, Paul! 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 Da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Die eine Ahnung, was da los ist? Nee, aber wir sollten mit dem reden. Komm, auf geht's. Komm.
Ben Handkes ungutes Gefühl soll ihn nicht trügen. Doch um herauszufinden, was Paul mit dem Identitätsdiebstahl seiner Mutter zu tun hat, müssen sie ihn erst einmal finden. Hier ist die Ecke, wo ich ihn gestern gesehen habe mit seinen Jungs. Ja? Ja. Da ist aber keiner. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Noch nie. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, nach dem, was wir jetzt wissen, müssen wir davon ausgehen, dass er in den Identitätsdiebstahl involviert ist. War doch nicht mein Junge. Oh, warte mal, Sarah. Was macht er? Hi, Ingwan. Du, ich habe mir jetzt endlich mal die Aufzeichnungen von der Überwachungskamera anschauen können, also die auf die Packstation gerichtet ist. Ja. Echt übel. Es sieht ganz danach aus, als wenn Paul in Schwierigkeiten steckt. Ich habe dir das schon weitergeleitet. Schau dir das bitte mal an. Kommen Sie mal. Das ist David. Das Wer ist David? Wer ist das? Die sind zusammen groß geworden. Paul und David kennen sich seit Jugendzeiten. Ja, was machen mit ihm, die ne? da? Das ist hundertprozentig einer der Jungs, die ich gestern gesehen habe mit Paul. Aber ja. Was machen genau Sie? Genau hier. Auch mein Kind. Hörst du das, Sarah? Vollisch kennt ihn. David heißt der wohl. David, genau. Ingo. Ja? Ha? Warte mal, warte mal. Ich habe gerade eine Nachricht von Paul bekommen. Er hat mir seinen Standort geschickt. Er möchte, dass wir unbedingt dahin kommen. Sarah, ich melde mich später. Sein Standort? Also, los. Muss hier links rum sein. Pauls Standort befindet sich genau an jener Packstation, die David und seine Gang offensichtlich für die Abholung ihrer ergaunerten Pakete nutzen. Alarmiert fürchtet Ingo Lenzen, der Schüler könne sich an seinen Komplizen rächen wollen und damit in große Gefahr bringen. Was ist denn hier los? Von wem sind die Päckchen? Geht euch überhaupt nichts an. Ja, von euch sind die bestimmt nicht. Was macht ihr hier? Das hat euch einen scheiß Dreck anzugehen. Ganz was macht ihr denn? Hey, was machst du denn hier? Mama, ich hab Scheiß gebaut. War bestimmt bei den Bullen, Jungs. Er war bestimmt bei den Bullen. Ich war bei der Polizei, ich hab alles rausgebracht. Du warst bei den Bullen? Was machst du denn? Guck mal, erzähl mal, was ist los? Diese Leute, die klauen Identitäten von Menschen und dann bestellen sie Sachen im Internet. Bring zur Polizei. Komm mal mit, komm mal mit. Wir sind da vorne. So, was ist jetzt hier? Mama, ich war vor 6 Monaten. Ich war Teil von Davids Crew und die haben Leute abgezogen und die haben Sachen auf deren Namen bestellt und ich wollte dich da nie mit reinziehen, aber David hat mir angedroht, dass er mir irgendwas antut, wenn ich austrete. Bin ich auch schuld. Ich habe dich aus den Augen gelassen. Es tut mir so leid. Ich hätte mehr auf dich achten. Ich war so beschäftigt mit der Scheidung mit Papa, der neuen Wohnung und alles. Es tut mir leid. Wieder mal ein schöner Tag, ein Tag seine Scheine. Ich bin erleichtert, dass der Fall ein gutes Ende für Heike Lesch und ihren Sohn genommen hat. Für Heike konnten wir uns mit den Gläubigern gütlich einigen und eine Löschung ihrer Schufa-Einträge erreichen. Paul, er kam am Ende wegen Beihilfe zum Betrug mit Sozialstunden davon.